Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Bruder. Ja, die ganze Zeit eben auch schon. Was ist denn? Herr Bruder, ich bin Katrin Weber, ich rufe Sie vom Handelsplattform an. Also, ich sehe, Sie haben sich registriert, ja, einfach, und ein Konto erstellt. Ja, klar. Okay, Herr Bruder, also das Konto ist noch nicht vervollständigt. Ich muss dabei helfen, damit Sie also das erfolgreich aktivieren, okay? Ich glaube eher, dass du Hilfe brauchst, aber was muss ich denn machen? Herr Bruder, Sie müssen von Ihrer Seite das Konto aktivieren, aber sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode Sie benutzen, Master, Visa-Karte oder Online-Banking? Ey, willst du mich nicht wenigstens irgendwie auf ein Essen einladen, bevor du mich ausziehen willst? Du hast mir noch gar nicht erzählt, was du anzubieten hast. Willst du schon Geld von mir haben? Genau, ich muss da machen, klar. Okay, ich komme gleich zum Punkt, Herr Bruder. Also, bei uns funktioniert verschiedene Beträge. Also, Sie können mit 250 als Mindestbetrag anfangen oder mit 500 oder mit 1000 Euro, ja? Aha. Es ist klar, ne, dass es beim 500 oder 1000 Bonusgeld kriegen Sie ja 150 Euro beim 500 und 300 beim 1000 Euro, ja? Aha, ich bin aber kein Trader für eine Nacht. Ich möchte gerne ein bisschen Info haben. Du fragst mich schon nach Geld. Du hast mir noch gar nicht gesagt, was sie anbietet. Es ist ein bisschen Anlauf statt Gleitgeld, verstehst du? Ist nicht so gut. Welches Profit kann man machen? Was kann man kaufen? Hast du Roboter? Bei uns funktioniert automatisiertes Programm. Sie können auch das wählen, ja? WLAN? Wählen. Entweder Aha. machen ja? Sie, ja, es ist automatisch und funktioniert mit Robot gerade, Herr Bruder. Sie einfach einzahlen das Geld auf Ihre Balance. Wie bitte? Mit was funktioniert das? Mit einer Applikation. Schauen Sie. Wenn Sie das Konto mal aktivieren, dann kriegen Sie von uns die Zugangsdaten, das heißt Login und Passwort. Dann werden Sie das sich einloggen und Ihr Geld auf Ihrer Balance sehen. Danach kriegen Sie einen Anruf von unserem... Was kriege ich von euch? Ein gelogenes Passwort? Was ist das? Ein Login und Passwort. Zugangsdaten. Ach so. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ist noch früh am Morgen, ne? Bin noch nicht so ganz wach. Wer ist denn der Typ, der da im Hintergrund so schreit? Hat er einen Unfall gehabt oder was ist da? Herr Winkler! Ha? Herr Bruder. Ja, ich will Herr Geld Bruder. Verdienen. Okay, sehr gut. Herr Bruder, machen wir so. Ich habe doch gesagt, danach kriegen Sie einen Anruf von unserem Finanzanalytik, ja? Und ist das der Typ, der da hinten so schreit oder ist das ein anderer? Wie bitte? Der Finanzanalytiker. Ist das der Typ, der da hinten so schreit? Das ist ein Mann, der ist ganz laut hinten dran. Was ist mit ihm los? Also, sag ihm, er soll nicht so schreien. Unser Herr Bruder, unser Finanzanalytiker wird Ihnen dazu helfen, wie Sie das Geld in Umlauf wie im kriegen. Schweinestall. Wo habt ihr die Leute her, die da hinten rumbrüllen? Habt ihr die irgendwie im Zoo aufgelesen oder nach irgendeiner Rammstein-Party? Ich vermute, Sie wissen, wie das läuft, ja? Sie haben schon eine Erfahrung in diesem Bereich, oder? Ja, ein bisschen. Okay, das wäre, also, ja, das ist schon gut, Herr Bruder. Also, warum sagst du dort meinen Namen, verdammt? Wie bitte? Ha, wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Ihr Nachname ist Bruder, richtig. Ja, aber warum sagen Sie meinen Namen denn immer? Das verwirrt mich. Ich verstehe Sie nicht. Moment. Ja, du verstehst überhaupt nichts, weil die da alle schreien wie im Schweinestall bei dir. Mit mir arbeiten viele Leute. Das ist ein Thema für Sie, oder? Das ist bei euch die forensische Psychiatrie, oder warum sind die alle da am Schreien? Also, mal ernsthaft, so kannst du doch nicht ansatzweise einen auch seriös machen. Ey, es ist unglaublich. Weißt du, es ist jetzt 8:13 Uhr.
Ich dachte gerade, okay, guckst du mal rein, was so Kommentare und so, kommt gleich der erste Anruf. Ich muss jetzt erstmal richtig wach werden. Und was dabei immer richtig geil hilft, manche Leute mögen ja Kaffee, manche Leute kippen sich Red Bull rein. Habe ich früher auch in Massen gemacht. Ich hol mir jetzt einen schönen Heidelbeer und Kokosnuss Energy von meinem tollen Partner, den ihr unten in der Beschreibung drin habt. Hilft beim Wachwerden, beim Wachbleiben, beim Zocken, beim Telefonieren und manchmal auch einfach dabei, diesen ganzen Wahnsinn hier auszuhalten. Gespannt, wer noch anruft heute. Hallo, Herr Peterssamer. Ja, wer ist da? Guten Tag, Clara Nowak, mein Name, von der Wirtschaftskanzlei Bustenberg. Ich melde mich wegen dem Schreiben, das wir Ihnen bezüglich der Bonuszahlung von der Krankenkasse zugeschickt haben. Haben Sie das Schreiben erhalten und durchgelesen? Nein, ich habe nichts bekommen. Wann haben Sie geschickt? Ja, also letzte Woche. Es geht nämlich darum, Sie haben einen Rechtsanspruch auf Beitragsrückerstattungen und Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 1.000 Euro jährlich von der gesetzlichen Krankenkasse. So und deswegen viel? Meine Frage, also genau. Und haben Sie bis jetzt auch eine Auszahlung von Ihrer Krankenkasse bekommen? Nein. Sie, okay. Sie sagen, die müssen mir was geben. Das ist gut, ich mag genau, Geld. Genau, also genau, Geld kommt immer gut an. Ja, natürlich. Ich mag es sehr gerne. Auf jeden Fall. Und also ich kann mir auch vorstellen, dass man sich gerade zu dieser Zeit, weil es da geworden ist, auf eine Rückzahlung von bis zu 1.000 Euro freuen wird, oder? Ja, natürlich. Wer sagt das schon nein? Guten Tag. Genau. Okay. Ja. Also deswegen stehen wir heute mit Ihnen, damit auch Sie die Rückzahlungen, Bonuszahlungen von der Krankenkasse bekommen können. Ja. Und möchten Sie diesen denn auch abrufen und erstattet bekommen, sofern das auch für Sie möglich ist? Das habe ich jetzt gerade. Ich habe das Anfang nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Mhm. Also möchten Sie diese Bonus auch haben wollen? Das Ganze ist für Sie völlig kostenlos. Kostenloses Geld, gib mir her, ich nehme das sehr gerne. Okay, also ich prüfe das mal kurz. Also, was wollen Sie ausdrucken? Also ich prüfe das mal kurz. Ach, prüfen, ich habe drucken verstanden, Entschuldigung. Nein, kein Problem. Also ich prüfe, wo der Bund für Sie besteht. Also bei welcher Krankenkasse sind Sie aktuell versichert? AOK. Okay, und wie lange sind Sie bei der AOK ungefähr? Ah, schon immer. Okay, und Sie haben niemals eine Rückzahlung bekommen bis jetzt? Nein, noch nie etwas. Okay. Wie viel müssen die mir geben jedes Jahr? Also jedes Jahr, also Ihnen steht per Gesetz eine Rückzahlung in Höhe von bis zu 1.000 Euro. Oi weh. Also ich prüfe das mal kurz. Also sind Sie allein versichert oder haben Sie vielleicht mitversicherte Personen bei Ihnen? Was heißt das? Also, haben Sie vielleicht mitversicherte Personen oder sind Sie allein versichert? Was ist eine mietversicherte Person? Also, ich wohne hier zur Miete. Sie meinen mein Vermieter? Ich weiß nicht, welches hat er seine Krankenkasse. Mhm. Aber was hat er damit zu tun? Also, vielleicht haben Sie Familien versichert, oder? Nein, das habe ich nicht. Also, ich bin alleinstehend. Allein. Niemand mag mich. So wie den Rheinland. Okay. Okay, so. Also sind Sie ein Mensch, der seine Versicherungskarte oft benutzt oder nur im Portemonnaie spazieren trägt? Naja, ich weiß ja nicht, was Sie damit machen. Manchmal bereite ich mir eine schöne Line und dann brauche ich sie, wenn ich zum Arzt gehe. Aber ansonsten braucht man sie doch nicht. Aber ich habe neulich ein Video gesehen bei YouTube. Da hat einer so, der macht so Überlebensgeschichten im Wald. Und er hat gezeigt, wie kann man aus ein altes Bank- oder Versicherungskarte eine Spitze für einen Pfeil bauen. Wann muss man ein Eichhörnchen erlegen? Okay. Das war großer Erfolg. Okay. Das beste YouTube-Kanal also, von ganz Usbekistan. Okay. Also Sie sind ein gesunder Mensch, Gott sei Dank, oder? Ich bin ein gesunder Mensch. Ich lebe draußen, ich esse Brennnessel, ich esse Waldspind, ich esse alles, was kann ich finden, weil es nichts kostet. Okay, also dann fallen Ihnen spezielle Punkte ein, die Ihnen bei einer Krankenkasse besonders wichtig sind? Nein. Okay, also zum Beispiel vielen unseren Kunden ist wichtig, wenn Ihnen Ihre Krankenkasse Jahr für Jahr Boni und Beiträge von bis zu 1.000 Euro auf Jahr Konto erstattet, würden Sie das prinzipiell gut finden? Natürlich, das haben wir doch schon besprochen, also, dass ich das Geld unbedingt haben möchte. Genau. Also, können Sie mir das geben
Und dann bei denen genau, sich selber also wiederholen? Sie bekommt also das alles von der gesetzlichen Krankenkasse, wie gesagt, am Anfang. Also, haben Sie denn schon einmal eine professionelle Zahnreinigung gemacht? Ich putze jedes Morgen, jedes Abend und wenn ich Zeit habe beim Mittag jetzt und auch am Mittag meine Zähne. Verdammt! Ja, die mögen alle meinen Ignaz nicht, der ist zu penetrant, aber scheiße. Mit dem und mit der Hitzle würde ich mich auch nicht länger als nötig unterhalten, weil die sind so garstig, die Figuren. Naja, gut, dann wird dieser Anruf Teil der nächsten Kurzanruf-Compilation. Wenn ihr diesen Anruf jetzt hört, hat er es reingeschafft und ihr dürft dem lieben Ignaz ein Däumchen und einen Kommentar da lassen, weil so wenig Leute mit ihm sprechen, das macht ihn sehr traurig. Dankeschön. Ich habe von der Kundenbetreuung der PGO-Zentrale. Und zwar sind Sie ja hier bei uns noch angemeldet für eine Entschädigungsrunde. Und da wollten wir jetzt fragen, ob Sie das Gewinnspiel danach nun weiterführen oder beendet haben wollen. Worum ging es denn da? Also Sie haben sich ja dadurch angemeldet, weil Sie ja bei einem unserer Werbepartner hatten Sie AGBs bestätigt. Das sind allgemeine Geschäftsbedingungen. Und da stand ja im Kleingedruckten drin, dass Sie jetzt ab September bei dem Gewinnspiel Monatsblick Premium teilnehmen möchten. September? Da weiß ich jetzt nicht, ob Sie das bewusst oder unbewusst zugestimmt haben. Also wir haben ja hier keinen schriftlichen Widerruf von Ihnen erhalten. Und deswegen wollten wir da jetzt nochmal nachfragen, ob Sie das jetzt fristgerecht beenden wollen, weil ansonsten würde sich das halt verlängern. Oh, Sie haben jetzt gerade gesagt September, ne? Dann wäre das ja schon überfällig. Wir haben jetzt ja Dezember. Entschuldigung, das war ein Fehler. Ab Januar. Ach so, nee, da will ich nicht machen, ne? Also wollen Sie es abmelden, ja? Ja, doch. Ich weiß auch gar nicht, was das war, muss ich sagen. Ich habe gutes Recht. Dann machen wir Ihnen jetzt die Bestätigungsunterlagen fertig und schicken Ihnen das nächste Woche zu Ihrer Adresse. Und das heißt, dass Sie spielen jetzt nur noch an dieser Entschädigungsrunde mit der Geldzurückgarantie und danach sind Sie automatisch abgemeldet, damit Sie dann nicht in diese kostenpflichtige Verlängerung reinrutschen. Was denn für eine Entschädigung? Wofür denn? Also ich erkläre es Ihnen gerne nochmal. Ja. Also wir sind ja hier die Hauptzentrale für alle staatlichen Gewinnspiele und für sämtliche Versandhäuser, die es in Deutschland gibt. Und wenn Sie in der Vergangenheit mal bei einem Preisausschreiben Gewinnspiel mal teilgenommen hatten oder mal was bestellt haben, sei es bei eBay, Amazon, Zalando, Neckermann, Otto Versand, Quelle, Teleshop, Vodafone, SKL, NKL, Faber, Aktionmensch, PayPal und so weiter, Dann bestätigen Sie auch immer automatisch AGBs. Nur diese sollten Sie halt auch vorher ganz genau gelesen haben, bevor Sie dazu zustimmen, weil manchmal sind da halt leider auch versteckte Werbeverträge mit integriert. Und wenn Sie denen dann zustimmen, ohne das Ganze direkt zu widerrufen, ist es halt auch leider ein bestehender Vertrag. Na, das heißt, die Werbemaßnahmen werden auch immer versteckter, immer dreister heutzutage. Das muss man auch mal klar dazu sagen. Ja. Das liegt halt eben nicht an uns, sondern halt eben an den Marketingabteilungen der jeweiligen Werbekonzerne. Und deswegen bieten wir Ihnen jetzt auch aus Kulanz den vorzeitigen Ausstieg hier an. Ah, das ist nett, ne? Bei wem bin ich da denn reingefallen? Wer war denn da so dreist? Möchten Sie denn, dass Ihre übermittelten Daten, inklusive Bankdaten, danach jetzt auch gelöscht werden sollen vom System? Oh, ja, unbedingt. Wer weiß, wer da sonst Schabernack mittreibt, ne? Für die Abmeldung selbst sind wir allerdings verpflichtet, den Datenabgleich mit Ihnen einmal vollständig durchzugehen zur Legitimation. Haben Sie denn nochmal bitte einmal kurz zum Abgleich die IBAN-Nummer parat, die Sie angegeben hatten, oder müssen Sie da einmal nachschauen? Da müsste ich nachschauen, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das so angegeben hätte, ne? Wenn Sie in der Vergangenheit mal bei einem Preisausschreiben-Gewinnspiel teilgenommen haben oder mal was bestellt hatten, dann bestätigen Sie auch immer automatisch AGBs. Ja. Diese sollten Sie halt heutzutage auch vorher genau gelesen haben, bevor Sie dazu stimmen. Weil manchmal sind da halt eben auch versteckte Werbeverträge mit integriert. Und ja, wenn Sie denen dann zustimmen, dann ist das halt auch ein bestehender Vertrag. Ne? Und da jetzt viele Kunden ja auch unbewusst reingerutscht sind, ist es jetzt von uns die Kulanz, dass Sie das Ganze mit der Geldzurückgarantie dann auch vorzeitig beenden können. Das ist klasse. Wollten Sie mich oder meine Frau dazu haben? Wen haben Sie da denn stehen eigentlich? Wir haben den Herrn Jesse Ben Benjamin. Das ist mein Enkelsohn. Ach so. Soll ich den mal ranholen? Ja, bitte. Warten Sie mal eben. Jesse! Telefon! Schon wieder irgendwas gemacht da im Internet? Nee? Ach, komm mal ran da. Ich muss jetzt mit deiner. Nee, du machst das jetzt fertig hier. Muss dich kümmern um deine Angelegenheiten. Hallo? Ja. Wer ist denn da? Den Herrn Jesse Benjamin hätte ich gern gesprochen. Am Telefon? Mit wem spreche ich denn?
Schön, dass ich Sie erreiche. Peter Braun ist mein Name. Ich melde mich hier von der Kundenbetreuung der PGO-Zentrale. Und zwar sind Sie ja hier bei uns auch angemeldet für eine Entschädigungsrunde. Und da wollen wir jetzt fragen, ob Sie das Gewinnspiel danach nun weiterführen oder beendet haben wollen. Was denn für ein Gewinnspiel? Hallo? Also Sie haben sich ja dadurch angemeldet, weil Sie ja bei einem unserer Werbepartner hatten Sie AGBs bestätigt. Das sind allgemeine Geschäftsbedingungen. Und da stand ja im Kleingedruckten drin, dass Sie jetzt ab September bei dem Gewinnspiel Monatsblick Premium teilnehmen möchten. Da weiß ich jetzt nicht, ob Sie das bewusst oder unbewusst zugestimmt haben. Nur Fakt ist, wir haben ja hier keinen schriftlichen Widerruf von Ihnen erhalten. Und deswegen wollten wir da jetzt nochmal nachfragen, ob Sie das jetzt fristgerecht beenden wollen, weil ansonsten würde sich das halt verlängern. Verlängern? Was denn? Wovon denn? Ich verstehe das gar nicht. Tut mir leid, es überrascht mich jetzt alles ein bisschen. Gerne nochmal. Also wir sind ja hier die Hauptzentrale für alle staatlichen Gewinnspiele und für sämtliche Versandhäuser, die es in Deutschland gibt. Und wenn Sie in der Vergangenheit mal bei einem Preisausschreiben Gewinnspiel mal teilgenommen hatten oder mal was bestellt haben, sei es bei eBay, Amazon, Zalando, Neckermann, Otto Versand, Quelle, Teleshop, Vodafone, SKL, NKL, Faber, Aktionmensch, PayPal und so weiter, dann bestätigen Sie auch immer automatisch AGBs. Nur diese sollten Sie halt auch vorher ganz genau gelesen haben, bevor Sie da zustimmen, weil manchmal sind da halt leider auch versteckte Werbeverträge mit integriert und wenn Sie denen dann zustimmen, ohne das Ganze direkt zu widerrufen, ist es halt auch leider ein bestehender Vertrag. Na, das heißt, die Werbemaßnahmen werden auch immer versteckter, immer dreister heutzutage, das muss man auch mal klar dazu sagen, nur das liegt halt eben nicht an uns, sondern halt eben an den Marketingabteilungen der jeweiligen Werbekonzerne. Und deswegen bieten wir Ihnen jetzt auch aus Kulanz den vorzeitigen Ausstieg hier an. Okay, ja, dann raus. Möchten Sie denn, dass Ihre übermittelten Daten, inklusive Bankdaten, danach jetzt auch gelöscht werden sollen vom System? Wenn das heißt, dass ich dann nicht mehr bei Amazon bestellen kann, dann nein. Nein, das geht nur für die Gewinnspiele. Wer macht denn dieses Gewinnspiel? Für die Abmeldung selbst sind wir allerdings verpflichtet, den Datenabgleich mit Ihnen einmal vollständig durchzugehen zur Legitimation. Haben Sie denn nochmal bitte einmal kurz zum Abgleich die IBAN-Nummer parat, die Sie angegeben hatten, oder müssen Sie da einmal nachschauen? Spreche ich da mit einem Roboter? Ist das so eine KI-Stimme? PC-Computerstimme wie beim Drachenlord? Sind Sie ein Avatar? Bin ich was? Sind Sie ein Avatar? Was ist das? Ja, was ist das? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ist das Radio? Was ein mieses Scheißpack. Aber ey, der hat doch wirklich, also wenn ich werde es mir jetzt gleich nochmal anhören, aber der hat doch sowohl zum Opa als auch zum Enkel mit exakt den gleichen Worten und exakt der gleichen Betonung und Stimmlage diese Sachen jeweils zu 100% genauso wiedergegeben, oder bin ich blöde? Was ein mieses Pack. Aber da hast du auch wieder, du hörst es raus, dass es kein Peter Bauer ist. Aber man muss aufpassen und gerade da ist es gefährlich. Sie sind in einem Büro hier gelandet. Mit wem möchten Sie sprechen, was Sie anrufen? Mit wem möchten Sie eigentlich sprechen? Der Name, welchen Namen haben Sie da? Also, unser Firma, meinen Sie, oder? Nein, mit wem möchten Sie sprechen? Wen haben Sie angerufen? Sie wissen auch gar nicht, wer ich bin, weil Sie sind hier in einem Büro bei mir. Wen möchten Sie sprechen? Also Herr Steifglied, ja? Herr Steifglied. Ach, Herr Steifglied, nein, den rufe ich, das ist mein Kollege. Das ist der Ranjit. Ja, klar, Moment, ich habe das nicht gehört, weil es so laut ist bei Ihnen. Sind Sie in der Disco? Also können Sie mir bitte Ihre Nummer geben? Nee, ich rufe ihn, ich rufe den Herrn Steifglied, ich rufe ihn. Ranjit Steifglied, ja? Klar, Moment, ja? Okay. Ranjit! Du Gastarbeiter, Ranjit, komm mal. Hallo, hier ist Steifglied. Wer bist du? Hallo, guten Tag. Hallo. Mein Name ist Sarah. Ja, hier Sarah? Ja, ich bin Ihr persönlicher Beraterin. Also, ich sehe, dass Sie bei unserem Volk registriert haben. Dass ich mich bei Ihrem Volk registriert habe, ich bin stolze Änderer. Ich möchte nicht Wechselung machen. Also, Projekt heißt Bitcoin Code und ich rufe Sie an, um Ihnen alles Mögliche zu erklären. Aha. Ja, und bei der Aktivierung Ihres Handelskontos helfen. Oh, sehr gut, oder? Ist das sehr gut?
Sag es mir bitte, haben Sie bereits versucht, Ihr Geld durch Onlinehandel oder Investitionen zu vermeiden, oder noch nicht? Meine Doktor sagen, wenn der noch länger wird, werde ich umfallen. Darum ich nicht probiert machen. Okay? Also Sie haben gerade mit unserem Projekt registriert, verstehen Sie? Right, genau. Ich möchte Geldverdienung machen. Mit meinen Ding-Dong. Ich mir immer bei Kreis drehen und dann wie Windrad Electricity machen. Also, okay. Und noch einige Frage. Für Ihr Handelsportfolio und für die Verifizierungsabteilung brauche ich noch einige Informationen, damit es keine Probleme bei der Auszahlung gibt. Right. Was musst du wissen, meine Schwester? Sag mir. Bist du von Pakistan? Nein. Ne, von wo du kommen? Ich komme aus Estland. Aus England? Estland. Estland? Wo ist der? Estland. Ich bin von India. India. Von India, also super. Super, das ist sehr interessant. Und wie viele Jahre Sie in Deutschland schon? Noch einmal? Wie viele Jahre Sie in Deutschland? 15 Jahre hier leben. 15 Jahre. Und ganze Zeit mit meinem steifen Glied Strom machen. Okay? Ich bin immer bei Wasser reinhalten, Wasser heiß werden und dann Dampfturbine antreiben. Und das werde ich den ganzen Tag machen. Okay? Also, okay. Warum den Menschen bei meinem Namen lachen? Ich den hören bei hinten, bei Callcenter drinnen. Maderia, ich zeig dir mein Steifglied. Also, ich verstehe, Sie sind nicht Steifglied. Geben Sie bitte. Mein Name ist Steifglied. Ja. Das Ihr Name Jürgen? Nein, oder Steifglied? Mein Name ist Steifglied Rajesh. Rajesh ist mein Name. Von India, ja? Ja, von India. Das ist sehr interessant. Madachot. Das ist ja komisch. Was möchtest du denn? Wer ist die Frau, was hinter dir mal lachen? Kannst du mir sie geben? Ich möchte Candlelight Döner machen. Oh. Also, ich verstehe vielleicht Hello. Hallo. Also für Ihr Handelsportfolio und für die Verifizierungsabteilung brauche ich noch einige Informationen, damit es keine Probleme bei der Auszahlung gibt. Oh. Sag es mir bitte. Ja, wie alt sind Sie? Ich bin 36 Jahre alt, mit der Betonung auf Ziegen. Okay, und welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Pakistan. Indien oder Pakistan. Aha. Okay, und sag es mir bitte, in welchem Bereich arbeiten Sie? Zu Hause. In welchem? Nochmal bitte? Zu Hause, Homework, at home. Von zu Hause arbeiten. Homeoffice. Ah, von zu Hause. Aha. Ah, okay, verstehe. Und zeigen Sie bitte für die Statistiken unserer Kunden, wie hoch ist Ihr derzeitiges monatliches Einkommen? Sie können mir ungefähr sagen, 19 Zentimeter. Wie bitte? 19 Zentimeter, aber warum fragen? Wir noch gar nichts kennen. Zentimeter? 19 Zentimeter, wie bitte? 1,9, 19 Zentimeter. Einkommen, verstehen Sie, was ich habe gesagt? Ja, ich kann machen, aber erst müssen wir Foreplay machen, bevor ich reinkomme. Also Sie verstehen mich nicht. Also, ich sehr gut gesagt, verstehen. So, für die Statistiken unserer Kunden, sagen Sie mir bitte, wie hoch ist Ihr derzeitiges monatliches Einkommen? Meinst du Money? Ja. Netto oder brutto? Netto, bitte. Netto? 5.000. So, okay, verstanden. Wir Electricity machen. Sagen, Electricity, so, das ist ein harter Job. Ja, das ist hart also. Und steif, wie das steif geht, right? Also, sag es mir wieder. Ich möchte sagen, so einige unserer Kunden beginnen mit uns zusammenarbeiten, um schneller ihre Kredite oder Schulden zu bezahlen. Mutter Jacke, wegen dir werden meine Nudeln kalt. Beeil dich. Hallo. Also, ja, ich möchte sagen, einige unserer Kunden
beginnen mit uns zusammenarbeiten, um schneller ihre Kredite oder Schulden zu bezahlen. Aha. Und wie sieht die Situation bei Ihnen aus? Haben Sie eine ähnliche Situation? Ich habe 16 mehr Schwänken. 16 Stück. Und können wir einen Deal machen? Ich stelle Sie ganz, ganz schlecht. Mehr Schwänken. Mach mal die Musik aus, dann kannst du hören, was ich sagen. Mother Chut. Scheiße, sie hat aufgelegt. So, was geht? Hallo, schönen guten Tag. Ich rufe an wegen der Anfrage fürs Handelskonto. Wegen was? Mach mal die Musik aus, ich verstehe dich nicht. Wegen der Anfrage fürs Handelskonto. Wegen dem Meerschweinchen? Genau, die sie verkaufen. Ja. Wie viele brauchst du? Was kosten die? 20, wie viel haben sie? Oh, 16 Euro, das stimmt. Ich habe noch 3 Männchen und 17 Weibchen. Brauchst du? Ja, klar. Also 20, wenn ich 20 Stück davon nehme und so 16 Euro pro eine Meerschweinchen, Dann willst du alle? Das geht nicht. Du musst auch abgerechte Haltung nachweisen. Hast du eine große Voliere draußen, wo du die reinpacken kannst? Oder wie machst du das? Klar. Nee, ich wollte Hälfte für meine Kinder und Hälfte halt für was essen. Ja, die sind sehr lecker. Ich habe auch ein Rezeptbuch. Kannst du auch dazu kaufen? Kostet 16 Euro. Auch 16 Euro? Ja, klar. Aber wenn du alle 20 kaufst, kriegst du die Hälfte von dem Buch umsonst. Ist das ein guter Deal? Ja, ich weiß, ich muss mir das überlegen. Ich muss das mit meiner Frau klären, ja? Ja, okay, ja gut. Aber bist du zu Hause nicht der Chef, dass du erst deine Frau fragen musst, oder was? Doch, aber ja, dann also. wir müssen halt ein bisschen sparen. Ja, aber komm, Meerschweinchen kann man nicht genug haben. Das stimmt, die sind lecker. Na, die sind sowas von, besonders die Hinterpfoten sind lecker. Nee, ich mach am besten das Kopf. Den Kopf, ja, so wie Kopf, genau. Gehirn nachziehen, ne? Kann nicht schaden. Ja, ab und zu mal, für meine Kinder wäre es nicht schlecht. Achso, deine Kinder brauchen auch Gehirnnachschub oder was? Genau. Also, genau. Ja. Die hat ja geholfen, ja. Deswegen denke ich auch, meine Kinder wird es auch helfen. Ja, ich meine, wenn die von dir abstammen, haben die es dringend notwendig. Dann machen wir irgendwie so Special Deal, würde ich sagen. Also bei den 20 Stück ist das Maximale, was man bei dir kaufen kann, oder? Ich habe gerade nur 20. Meine zwei von den Meerschweinchen sind schwanger, also demnächst gibt es Nachschub. Und was hast machst du so? Hast du vielleicht noch was zum Anbieten? Also die Meerschweinchen nehme ich schon mal. Hast du vielleicht noch was? Ich habe zwei ausgestopfte Pinguine noch da, wenn du die haben möchtest. Was hast du? Pinguine, ausgestopfte Königspinguine. 1,40 Meter. Lass mal überlegen. Vielleicht machen wir so einen Deal. Ich kaufe die ganzen 20 Meerschweinchen für den vollen Preis. Aha. Und du schenkst mir noch dazu. Und du schenkst mir noch dazu diesen zwei Pinguinen. Ja, das können wir machen. Die fangen bei mir sowieso nur Staub. Da können wir. Na. Gib sie mir Adresse, mache ich dir ein Paket fertig. Cool. Mit dem Pinguin. Weil die Meerschweinchen musst du ja abholen, das geht ja nicht anders. Ja, das ist schon mal ein cooler Deal, das gefällt mir. Was meinst du? Und wie kann ich das bezahlen? Also wir könnten momentan brauchen wir Ziegenhaare. Wenn du Ziegenhaare hast, können wir Tausch machen. Ansonsten Bitcoin, Dogecoin, Aktien, Krypto, Forex, geht alles. Hast du Anydesk, dann kann ich dir überweisen. Ja, machen wir mal mit Bitcoins, also mit Kryptowährung, ja. Aha. Aber kannst ohne Rechnung, halt, ne? Wir machen so ohne Rechnung, ne? Ja, egal. Ist egal. Also, guter Mann. Ich sende dir einfach das Geld und du sendest mir dann halt die Meerschweinchen und zwei Pinguine. Ja, so machen wir das. Ist egal. Aber Meerschweinchen musst du abholen, Alter. Die kann ich nicht in einen Karton stecken. Was bist du denn für einer? Warum nicht? Die sterben doch. Du willst sie doch frisch haben. Nein. Wenn man da Löffel in den Karton reinmacht und ein bisschen Wasser reinschiebt, werden die doch überleben. Man merkt, dass du die von Physik noch nichts gehört hast. Weißt du, wenn ein Karton sich bewegt, dann kippt das Wasser um, dann wird der Karton weich und die können sich da durchknabbern. Außerdem brauchen die Sonnenlicht, wie die meisten anderen. Ja, Sonnenlicht ja nicht unbedingt. Für ein paar Tage überlegen das. Wenn das mit Wasser nicht knappt, dann können wir ein paar Äpfel reinschmeißen, ja? Ein paar Äpfel reinschmeißen, das ist wichtig. Äpfel oder
Aber Meerschweinchen können ja selber kein Vitamin C produzieren. Die brauchen das ja über die Nahrung, verstehst du? Das ist wichtig. Ja. Ja, können wir ein bisschen Abfüller, ein bisschen Nahrung mal reinschmeißen, damit ich halt die 2 Tage noch überleben, ja, und dann ist alles in Ordnung. Aha, und dann sind die Pinguine, die stellst du ins Callcenter oder was willst du mit denen machen? Ne, das stellst du bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause? Ja, genau. Wo wohnst du denn? Also bei den Pinguinen müssen in England. In England? Weiß nicht, ob man Pinguine da einführen darf. Also so auf die Art, wie du das machen würdest. Ja, darf man? Die sind halt sowieso tot, deswegen ist ja egal. Ey, halt nicht, weil die fallen ja unter das Washington-Artenschutzübereinkommen. Wenn du am Flughafen der Zoll kommt, Alter, die machen dich fertig. Meinst du? Ja, wenn die Pinguine schon so oder so tot, hab ich halt nur keine Ahnung. Aber du darfst ja auch keinen totgeschossenen Löwe mitbringen aus Afrika oder ein Krokodil-Handtasche. Das darfst du ja auch nicht. Wir machen das dann so, ich schicke das nach Calais, nach Frankreich, weil das ist noch EU. Da wird nicht kontrolliert, dann musst du unter dem Meer gibt es ja diese Tunnel, musst du nach Calais rüberfahren und die Pinguine abholen. Also, mein Freund, so, machen wir so. Du schreibst mich jetzt dann bei WhatsApp nochmal an, ja? Ich benutze kein WhatsApp, da lesen die Bullen mit. Bist du doof oder was? Ach, stimmt ja, sorry. Hast du eine E-Mail? Ja, klar. Okay, dann schreiben wir dann gleich per E-Mail, sendest du mir dann dein Wallet, ja, und dann machen wir das. Also, ich sende dir das Geld und. Dich stört das doch nicht, wenn ich nebenher Kartoffelchips esse, ne? Genau, also machen wir es ab. Mhm. Oh, dann gib mir mal deine E-Mail-Adresse. Ja, dann bis gleich. Hey, gib mir deine E-Mail-Adresse. Ja, dann scheitert es wieder, ha? Das war ja auch mal interessant, ja, dass der mich kannte, ist offensichtlich, ne? Zu Webermann spreche ich mit Herrn von Rudersdorf. Der ist am Telefon. Was möchten Sie denn bitte? Grund meines Anrufes ist, es geht hierbei um Ihre Daten. Wir sollten Sie von Ihrer Gewinnspielteilnahme kündigen. Ist das so richtig? Von wem sind Sie? Grund meines Anrufes, wir sollten Sie von Ihrer Gewinnspielteilnahme kündigen. Das habe ich verstanden, aber von welcher Firma rufen Sie an? Ach so, Kündigungszentrale von Lotto. Ach so, ja, dann machen Sie das mal. Ja, Herr van Rudersdorf, deswegen haben wir Sie natürlich angerufen. Gut. Wir werden die im System stehende 12-monatige Teilnahme kündigen und löschen. Sie werden dann auf die gesetzliche Mindestlaufzeit 3 Monate runtergestuft und nach 3 Monaten sind Sie dann komplett raus aus dem System. Also heute, ja? Also wir machen das jetzt zusammen. Ja, genau. Ja. Ja, Herr van Rudersdorf. Genau. Eben. Ja. Ich werde Sie von 12 Monate 89 Euro auf die gesetzliche Mindestlaufzeit 3 Monate 67 Euro runterstufen und nach 3 Monaten sind Sie einfach gelöscht von dem System und Sie haben dann nichts mehr damit zu tun. Ich habe mich da ja gar nicht angemeldet. Wer war das denn? Ja, Herr van Rudersdorf, also... Bei der Seite weiß ich nicht, weil ich bin nur die Kündigungszentrale, bin nur dafür verantwortlich, kündigen soll oder nicht. Ja, dann kündigen Sie das mal, aber ich habe mich nicht angemeldet. Das ist gut, dass Sie anrufen. Ja, Herr van Rudersdorf, wir werden dann für die 3 Monate jetzt mit Ihnen eine Aufzeichnung machen, damit ich bei der Aufzeichnung auch sagen kann, dass ich alles abschicke und können sowas. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich kann nicht mehr gut hören und verstehe das sonst nicht. Okay. Danke. Herr van Rudersdorf, wir werden mit Ihnen eine Aufzeichnung machen, dass ich bei der Aufzeichnung sagen kann, dass Sie nach 3 Monaten zu Ende mit der Sache sind und dass Sie, dass ich auch alles per Unterlagen abschicken werde. Was denn für 3 Monate? Sie haben eben gesagt, wir machen das heute. Herr van Rudersdorf, ich habe ja gesagt, wir werden Ihre 12-monatige Teilnahme auf die gesetzliche Mindestlaufzeit 3 Monate runterstufen. Was bedeutet das denn für mich? Also anstatt 12 Monate werden Sie nur 3 Monate zahlen, damit Sie nach 3 Monaten gelöscht werden können vom System. Wann ist das denn zustande gekommen? Also, Herr van Rudersdorf, das wird ab dem 1.10. anfangen. Ja, dann bin ich ja, aber wenn das erst anfängt, dann bin ich ja nicht angemeldet bei Ihnen.
Wenn das noch nicht angefangen hat, dann widerrufe ich das. Ja, können Sie. Gut. Ja, daran scheitert es dann wieder bei diesem dummen Scheißvolk. Kommen, haben Sie das bestätigen? Anruf von Ihrer Maschine. Ach, Sie meinen diese Anruf, diese Anrufbeantworter. Hm? Genau, Blockchain-Kryptobank, ne? Das ja. War's, ne? Ja. Richtig, genau. So halt. Ja. Meine Frage ist, kann ich Sie weiterhelfen? Was ist Ihr Wunsch? Lieber durchgekifft. Aber ich habe den Anruf, ich bin nicht derjenige, der Probleme hatte. Das war mein Mitbewohner, der hat Probleme mit Bank gehabt und der hat unsere Nummer benutzt. Ich gebe ihn mal den Kollegen, er kann Ihnen da weiterhelfen. Er macht das, ja. Mit den, weil er, ich glaube, der hat investiert und hatte irgendwie, er kann sein Geld nicht mehr. Das Geld nicht mehr rausholen, um es in deiner Sprache zu sagen. Ich hole ihn mal. Klar, Moment bitte, ja? Alles klar, okay. Klar, Moment. Rakesh, komm mal. Ja, hallo. Hallo, Mister? Yes. Ja, wer ist da? Wollen Sie mir... Hallo? Dennis Schmidt im Apparat. Nochmal? Mit wem spreche ich bitte? Mein Name ist Rajesh. Mit wem spreche ich? Rajesh ist mein Name. Wer bist du? Dennis Schmidt. Daniel? Melde mich von den Blockchain. Aha. Danny. Ihr Kollege hat mir, Ihr Nachbar, hat mir erzählt, dass Sie schlechte Erfahrungen in Online-Marketen haben. Bei der Nacktbar, genau. Wir immer hingehen, aber kein Erfolg machen. Wann war das letztes Mal, dass Sie Handel gemacht haben? 3 Wochen. Okay. Vor 3 Wochen. Aha. Okay. So, momentan... Wo sein Sie? Noch einmal? Hallo, Kollege. Was hast du gesagt? Hallo? Marderschot? Ja, bitte. Ja, du musst schon mit mir reden, wenn Hallo. Du anrufst bei mir, ne? Ja, man war das Verbindung weg. Ach so, von wo rufen Sie denn an? Melde mich von Luxemburg. Von Luxemburg? Das ist sowas ähnliches wie Otterbach, oder? Bei Ihnen kommt von Österreich, oder? Nein, Deutschland. Ich meine, du merkst es sowieso nicht, aber ist egal, oder? So. Devoschka! Das Grund von unserem Anrufen ist, Aha. Ihnen informieren über die schlechten Erfahrungen. Die Transaktionen, die Sie können suchen bei den Blockchain. Vielleicht so. Sie können die freischalten und die Auszahlung kriegen. Ah, das ist so toll, dass du mir da hilfst. Das freut mich sehr. Genau so. Brauche Danke. Ich ein paar Dateien von Ihnen und dass Sie einen Computer für ihn zu haben. Dass ich was habe? Ein Computer. Natürlich habe ich einen Computer. Da mache ich immer meine Webcam-Show. Du hast tolle Sagen Musik Sie, bei dir. Sie den Computer. Ja, hören Sie den Musik an. Und begrüßen Sie Ihren Nachbar auch. Ihren Tochter, weil ich auch. Ich soll meinen Nachbar begrüßen. Verarschen Sie den anderen Leuten nicht mehr. Mal, ich verarschen Sie den anderen Leuten nicht mehr. Wieso Schönen verarschen? Tag. Schönen Tag. Hallo? Alter, wer war das so? Wo sowas von du? Hallo? Schauen Sie, grüße Sie. Mein Name ist Marius Levy, bin Senior Account Manager bei Unternehmen Capital Holdings, zuständig für Ihre Anmeldung. Können Sie sich daran erinnern, am 24. Februar ging es um die Interesse für Handel mit Kryptowährungen bei Ihnen? Sehr lange her, nicht mehr wissen.
Das war am 24. Februar. Ja, das war einen Monat. Nein, 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 auf keinen Fall. Wir sprechen jetzt, also wir nicht vor einem Monat. Am 24. haben Sie die Anmeldung bei uns hinterlassen und mein Kollege, Herr Newman, hat Sie dann kontaktiert. Ja, sofort. Und Ihr Account ist bis jetzt eigentlich noch nicht aktiviert. Oh. Meine Aufgabe ist einfach zu prüfen, ob alle Dienstleistungen, unsere Dienstleistungen Ihnen richtig dargestellt wurden. Und je nachdem, welche Ziele haben Sie, je nachdem, was Sie möchten, die best passende Handelsstrategie für Sie finden. Natürlich okay. Technisch auch bei der Kontoaktivierung zu begleiten. Das ist sehr gut, okay? Das ist ja sehr gut. Also sagen Sie mir bitte, wann ist es jetzt in den Recht zeitlich zu sprechen passt? Natürlich, zur Mittagszeit bin ich immer daheim. Wir sind immer zu Hause. Okay, schauen Sie bitte. Dann gehen Sie bitte dann zu Ihrem Rechner. Ja? Rechner? Okay. Ja, Computer. Ja? Computer. Was soll man machen? Ja, ist ja schon an. Ja? Sagen ja, Sie ja. mir bitte, Sie wohnen, wie lange wohnen Sie in Deutschland schon? Ah, 13 Jahre. 13 Jahre. Und 13 Jahre. Ja, ich bin in Österreich. Ja? Ich Österreich? Bin nicht aus Deutschland. Ich, oh. Ja, ich bin in Österreich. Ja? Okay. So. Okay, sagen Sie haben einen deutschen Personalausweis jetzt oder wohnen Sie dann mit Aufenthaltstitel? Wenn ich Passport haben. Sie haben einen deutschen Pass schon dann, ja? Ja, 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 ja. Sie sind aber ursprünglich von wo? Von Indien. Von Indien, okay. Mhm. Aber Sie haben schon einen deutschen Personalausweis und deutsche Passport, ja? Ja, ist das wichtig? Nein, 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 kein Problem. Ich wollte nur vorstellen, nein, das ist im Grunde ist es kein großes. Wir brauchen einfach die Kommunikation, deswegen, Ihr Deutsch ist gut. Ja, also Sie verstehen doch. Und Sie nein, das wollte ich nicht. Also ich rufe, also ursprünglich bin ich aus Osteuropa, aber wie gesagt, ich bin seit Jahren schon in Österreich gesiedelt, dann, ja, also deswegen ja. eingebürgert. Ja. Okay. Die jüdische Wurzeln habe ich dann, ja, also deswegen. Den was? Jüdische Wurzeln habe ich. Oh, so. Okay. Ich habe nicht verstanden. So. Oh, okay. Okay. Schauen Sie bitte. Otzertuchtotterbach, ja, so @gmail.com. Ist die E-Mail aktuell? Ja, diese E-Mail ist richtig bei Ihnen. Ja, wir zucken den Otter, okay? Mhm. Kennen Sie Otter? So, ich schicke jetzt an Sie die E-Mail von mir als allererste eine Sekunde. Ja? So, können Sie bitte dann die E-Mail aktualisieren? Ja, muss gerade kurz gucken, bin gerade bei einer anderen E-Mail drin gucken. Sagen Sie mir bitte, also ich wollte einfach nur sagen, bei Ihrem Ihr Trading-Account ist erfolgreich geöffnet. Kein Problem, also uns bleibt einfach, ihn zu aktivieren, ihn zu bedecken. Ja, auf welche Weise bevorzugen Sie das zu machen? Verstecken? Über die Kritik. Bedecken. Ja, Sie müssen Ihr Trading auf Ihrem Trading-Balance die Guthaben haben, um mit Trading zu beginnen. Ja? So, auf welche Weise möchten Sie es tun? Über die Kreditkarte oder besitzen Sie keine? Ich soll jetzt bei E-Mail gucken, ja? Gehen Sie dann zu Ihrer E-Mail. Sekunde, ich schicke Ihnen die. Ihr Name ist Lisa Stark, right? Nein, Marius Levy, ich habe an Sie doch keine E-Mail noch keine E-Mail geschickt. Sekunde. So, musst du doch vorher sagen, bitte extra bei Computer gucken und keine E-Mail. Sekunde. Die E-Mail schicke ich an Sie jetzt. Also die E-Mail ist raus. E-Mail, okay. Ja, haben. Schauen Sie bitte dann, in Ihrem Posteingang von Marius Levy haben Sie jetzt eine E-Mail bekommen. Nochmal gucken. Mit dem Betreff. Ja. Warum das Frau schreien? Bitte? Warum den Frau schreien bei deine? Nein, das ist nicht von uns. Bei uns, von unserem Unternehmen hat sie Herr Newman kontaktiert. Ja? Nur Herr Newman, deswegen, also ich kenne die anderen Frauen dann auch nicht. Die sind von anderen Unternehmen. Ja, aber bei deiner Firma ein Frau schreien.
haben Sie dann die E-Mail von mir bekommen? Ja, warum so laut bei meiner Musik? Kann man da ausmachen? Leider, ich habe keinen Zugriff dafür. Da muss man Stein drauf schmeißen, das ist nicht gut, das ist zu laut. Naja, tut mir leid, also darauf habe ich leider kein Einfluss. Ich kann das jetzt nur im Grunde genommen dann für die Zukunft sagen, dass es ein bisschen leiser wird, ja. Aber jetzt kann ich das leider nicht machen. Aber okay, haben Sie dann die E-Mail von mir doch bekommen? Ich hätte keine Lust zu reden, wenn da bei Musik bei Telefon kommen. Das ist nicht gut, das ist sehr störend. Kann das leiser machen? Dass du hier kein Disco. Wie gesagt, leider nicht. Es ist nicht auch in unserem, es ist nicht in unserem Büro, ja. Oh mein so ist Gott. Das. Habt ihr Lautsprecherwagen vor Tour stehen? Die Russen kommen. Schauen Sie bitte, ja. Öffnen Sie bitte Ihr Posteingang. Ja. Ja, von mir, von Marius Levy, haben Sie jetzt eine E-Mail bekommen. E-Mail, right? Oh mein Gott, das ist sehr nervend. Hallo. Hallo, ja. Haben Sie die E-Mail von mir? Ja. Sehen Sie dann, also Marius Levy, das bin ich. Ja. Ja. Und Sie sehen dann unser Logo Capital Holdings. Ja? Ja. Und dann können Sie dann jetzt auf, Sie sehen dann in E-Mail einen Einblick auf unserer Seite, finden Sie hier dann, capitalholdings.de. Ein was? Ja. Ja, also klicken Sie auf diesen Link, bitte. Die schreien wie die Affen bei deiner. Warum machen? Machen wir dann so. Ich versuche dann es auch mit Nachbarn das Ganze zu klären. Ja, und dann sind sie, also ich meine so Büro. Ja, also wie gesagt, diese Musik ist nicht in unserem Büro. Das war noch einmal, ja, dann melde ich mich bei Ihnen in 15 Minuten. Wäre es in Ordnung? Ja, das ist gut. Ja, auf der Hose zu handeln. Ja. Ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Ich helfe Ihnen gerne dabei, das Konto zu aktivieren. Und natürlich, wenn Sie irgendwelche Fragen haben zu unseren Dienstleistungen, werde ich die beantworten. Sind Sie Roboter oder? Ist das Roboter oder Mensch? Ja, ich bin Mensch. Ach so, aber für Sie arbeitet der Roboter. Ach so, wie heißt der Roboter? Der Roboter ist Megatrader 5. Wie? Ist für Sie freigeschaltet. Megatrader 5. Meta? Hat das was mit Facebook zu tun? Weil die heißen ja auch Meta. Nein, Mega, Megatrader 5. Ach, Mega. Hört sich an wie Optimus Prime. Ist der auch bei euch? Genau. Ja? Hammergeil. Dann will ich mitmachen. Herr Coxy, ich habe nur eine Frage. Ihre Stimme klingt sehr jung. Wie alt sind Sie? 36. Sagt sie jung zu mir. Ja. Vielen Dank. 36. Ja, ich bin 36. Okay. Dankeschön für das Kompliment. Okay, wir dürfen nicht mit Minderjährigen auf der Börse handeln. Anderthalb muss ich fragen. Ja, klar. Alter, bei der Anmeldung haben Sie das Alter nicht eingegeben. Herr Coxy, kein Problem. Herr Coxy, haben Sie schon mal gehandelt oder ist das ganz neu für Sie? Boah, ich habe mal früher so ein bisschen bei Flohmarkt, ein bisschen bei eBay, aber jetzt so groß hier noch gar nicht gemacht. Nein, ich wollte das mal so. Ich habe bei wie hieß das, Baraka TV hier bei RTL, habe ich so eine Reportage gesehen und ich wollte mal ausprobieren. Okay, genau. Genau, also für 250 Euro können Sie das Konto aktivieren und dann bekommen Sie die Software freigeschaltet. Das ist das neueste Modell, wie ich erwähnt habe, Megatrader 5, das für Sie selbst handeln kann. Es untersucht den Markt 24 Stunden. Was wichtig bei dieser Software ist, es hat eine Stopp- und Los-Funktion. Das bedeutet, wenn es Preisschwankungen auf der Börse sind, dann stoppt sofort das Programm. Es kauft, wenn die Preise niedrig sind, hält das Produkt und verkauft, wenn die Preise steigen. Und so macht es Profite für Sie. Andererseits bekommen Sie von uns auch die menschliche Unterstützung. Die menschliche Unterstützung. Das ist gut, ich bin ziemlich emotional. Ich brauche öfter mal jemanden, bei dem ich mich einfach ausheulen kann.
Genau, also Sie bekommen Ihren persönlichen Finanzexperten, den Sie jederzeit erreichen können. Weil wir wissen, dass jeder Kunde, egal ob erfahren oder neu, irgendwann auch die menschliche Unterstützung braucht. Ja. Und unsere Finanzexperten haben Erfahrung von mehr als 10 Jahren auf der Börse. 10 Jahre? Sie bekommen alle wichtige Signale und künstliche Angebote. Künstliche Angebote? Also wirklich, so Kunststoff oder? Ja. Okay. Das ist gut, oder nicht? Also, ja, das ist sehr, sehr gut. Das ist wichtig. Sie bekommen von uns technische Analyse des Roboters und die Fundamentalanalyse von Ach, sie hat Analyse gesagt. Das ist cool, ich freue mich. Aber wie viel Platz braucht der Roboter? Ist großer Roboter oder kleiner Roboter? Der Roboter? Aha. Was meinen Sie, ist groß? Ja, ist es ein großes Roboter, ist es kleines Roboter oder wie funktioniert das? Das ist ein Algorithmus, Herr Kuxig. Ja, aber ich muss den ja irgendwo hinpacken. Nein, die Software wird freigeschaltet für Sie und es arbeitet für Sie. Achso, also muss Computer immer anbleiben oder was? Nein, Sie können es ausschalten und nur in Ihr Konto einloggen und dann schauen, wie viel Sie schon verdient haben. Wenn ich den Computer ausmache, wie soll der Optimus Prime dann handeln? Das geht doch nicht. Der handelt raus. Selbst für Sie auf der Börse. Aber da der Computer Sie, ist doch aus, ist ja dann kann der das meiner. Doch gar nicht machen, oder was? Mein das ist kein Miner. Miner. Sie brauchen ich habe gestern, hab gestern in einer einzelnen Note 7 Diamanten gefunden. Kannst du dir das vorstellen? Was für Diamanten haben Sie gefunden? Na, bei meiner kleinen, ich habe so eine kleine Insel, ne? Da so, weißt du, ich habe so nicht so Bock auf Enderdrache und so eine kleine Insel mit einem Baum und ein bisschen Gras so für den Anfang und da mache ich dann halt so Survival Challenge, weißt du, weil ich habe keine Insel bei mir vor die Tür, dann mache ich das bei Minecraft, verstehst du? Aha. Ich habe 7 Diamanten gefunden, jetzt brauche ich die gar nicht, weil ich ja nur mit Steinwerkzeugen rumlaufe. Okay, Diamanten haben Sie gefunden. Ich habe eine Frage. Was machen Sie beruflich? Nochmal, was war? Was machen Sie beruflich? Müllabfuhr. Außer Diamanten zu finden. Das wäre ein schönes Beruf. Ich bin bei Müllabfuhr. Bei Müller? Ja, bei Müller, genau. Okay. Ah, okay. Ja. Was machst du beruflich, sag mir? Ich arbeite hier. Ach so! Im Kundenservice. Das ist gut, Kundenservice ist immer gut. Genau. Herr Coxy, haben Sie eine Kreditkarte? Nee, was soll ich damit? Nee. Haben Sie Online-Banking? Ja klar, Mann, ich bin doch kein Opa. Haben Sie Online-Banking? Ja klar, hab ich. Okay, soll ich Ihnen den Link senden? Was für einen Link denn? Für die Einzahlung mit Online-Banking? Dann gehe ich hier sparkasse.de, brauchst du mir keinen Link schicken. Muss mir nur IBAN schicken. Mit IBAN machen wir nicht, wir machen... Wie soll ich eine Überweisung ohne IBAN machen? Wir sind doch hier nicht in Nordkorea, Alter, kommst du mit der Aktentasche oder was? Herr Coxy. Ja. Ich bin viel, viel älter als Sie und bitte nicht duzen. Als erstes, ja? Ach, na doch. Ich duze, Kriminelle duze ich immer. Das mache ich aus Spaß, weißt du? Das ist so. Das soll ja nicht so seriös wirken. Verstehst du das? Welche Kriminelle? Na, dich zum Beispiel. Das soll ja unterhaltsam ich sein. Ich bin für kriminell? Zuhörer. Ja, klar. Warum bin ich kriminell? Können Sie mir sagen? Ja, du bist jetzt am Telefon und versuchst mir Geld abzuzocken für ein automatisiertes Trading-Ding ohne irgendwelche Ausbildung dafür. Ja, ohne Sie, was muss ich mit Ihren 240 machen? Können Sie mir sagen? Nicht nur mit meinen, mit denen von vielen, vielen anderen Leuten. Das Gespräch ist so langweilig. Ich fahre mir gerade mit einer Gabel durch die Haare, weil mich das stimuliert. Verstehst du das? Was stimuliert? Wenn du die mit einer Gabel durch die Haare fährst, wie so mit einem Kamm, solltest du vielleicht mal, es wäre eine sinnvollere Zeitgestaltung, als Leuten das Geld wegzunehmen. Vielleicht möchtest du es ja mal probieren. Aha. Das klappt übrigens auch mit einer Schule. Du bist ein Arschloch, wissen Sie das? Du bist eine scheiß Kriminelle, bist du Dreckige. Geh dir richtige Arbeit suchen. Verpiss dich. Geh die nach. Bitte nutzen Sie mich nicht, ich bin viel älter. Sie Arschloch. Wer will das wissen?
Hallo. Warum? Hallo. Ja, sprechen Sie Deutsch? Hablo alemán? Okay, also ich bin Ihre persönliche Beraterin. Was wollen Sie denn beraten? Die Sterbehilfe? Wie bitte? Sind Sie von der Mimon Baraka Gesellschaft für ehrenamtliche Sterbehilfe? Ja. Ich rufe von der Firma Infinity Invest. So, ich habe gerade gesehen, dass Sie... Haben Sie jemanden, der Deutsch sprechen kann? Speak German? Nein. Ja. Hablo alemán? Ich spreche Deutsch. Hallo? Hallo alemán? Ich kann es leider nicht. Ich habe... Par Germani, Germania. Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ja, ich verstehe Sie. Können Sie Deutsch sprechen? Haben Sie jemanden, der Deutsch kann? Englisch ist auch in Ordnung. Hallo? Sprechen Sie Englisch? Ich spreche Deutsch und Englisch auch. Indisch? Dann hole ich meinen indischen Kollegen. Warten Sie kurz. Yes, hello, this is Rakesh calling from Noida. How may I be of assistance today, ma'am? Hallo. Hallo? Ich bin Catalina und ich bin persönliche Beraterin. So, ich habe gesehen, dass Ihre Kollegen Madame? Melden bei unserem. Hallo? Wollen wir speak German avec moi? Deutsch, ja. Ich spreche Deutsch. Mother Jacker, English speaking, right? Ja, ich kann Englisch und Deutsch. Right, what are you calling for, right? Also, ich habe gesehen, dass Madam, speak English. Speak English. English. Amerikani. Mm-hmm. Mother Jod. So, I see that your colleague registrieren in... Where did you pick up your English? It's even more horrible than your German, right? Danke. Du bist ein dummer Mensch, right? Ich feiere das gerade echt voll. Hey, Devoska! Wie bitte? Devoska! Wie verstehen Sie? Ja, natürlich, das verstehst du nicht. Дай мне водка, пожалуйста. Там полиция. Эти sind so dumm, diese Leute. Hallo. Schönen Tag. Spreche ich mit Herr Bantu Katansha? Bantu Katansha, ja. Wer ist da? Mein Name ist Victoria Goldstein. Ich melde mich von der Handelsplattform an. Entschuldigung. Oh, sind Sie krank? Gute Besserung. Nein, viel gesprochen. So viele Kunden haben wir heute. Dann ganz schnell. Einmal relaxing, einen Schluck Wasser trinken, dann wieder Ordnung, okay? Moment. Ja? Ich möchte nicht, dass Menschen schlecht geht. Ja, Moment, hab gemacht. Alles super. In Ordnung, Herr Bante. Alle danke besser? Für die Anweisung. Ja. Gut, freut mich sehr besonders. Besser. Und von welcher Plattform Sie anrufen? Ja. Ölplattform? Von Handelsplattform, Line Chains heißt Handelsplattform. Sie haben die Anmeldung für Online-Handel getätigt, ist das richtig? Genau. Ich wollte es ein bisschen zusammen mit meinem Bruder ein bisschen Geldverdienung machen. Okay? Ja, Sie haben zu uns von TRG-ölprofit.de gekommen. Sie haben diese Werbung reagiert, ist das korrekt, ja? Ja, das ist richtig. Ich bin ja Kontenmanagerin. Okay. Ja, meine Aufgabe besteht darin, Ihr Handelskonto erfolgreich zu aktivieren. So. Ja? Aber sagen Sie bitte zuerst, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder das ist komplett neu für Sie? Das ist ganz neu bei meiner Ehe, noch nicht gemacht, right? Alles klar, in diesem Fall also steht Ihnen ein zugewiesener Senior Analytiker zur Seite für Fragen. Wenn Sie Hilfe brauchen oder sowas, können Sie mit Senior Analytiker kontaktieren und professionelle Unterstützung bekommen. Was bedeutet? Senior Analytiker, Finanzberater, anders gesagt. Und was der machen? Als Finanzberater. Ja, aber was der machen? Ist die Frage zu schwer? Er,
Er übernimmt alle Arbeit für Sie. Er macht alle Arbeit für Sie. Also, das ist er macht meinen Hasenstall sauber und mein ja. Schweinchen? Herr Banto, bezüglich Ihrer Anmeldung, Ihr Online-Trading macht er. Das ist Finanzberater, Senior-Analytiker. Ja. Ja, Herr Banto, und ich soll fragen, haben Sie den deutschen Status? Sie haben hier... Arbeiten Sie? Nehmen wir arbeiten. Hallo, Herr Banto? Ja, immer arbeiten. Immer arbeiten. Super, ja, super. Also sind Sie beschäftigt. Herr Banto, und wie alt sind Sie? Ich soll fragen. Ich bin 43. Ah, passt, ja. Bis 80 Jahre alt, ist, wir können ein Geschäft machen. Wer ist 80 Jahre? Sie sind also, 80 Jahre alt? Nein, nein, ab 80 Jahren geht schon nicht. Ach so, warum denn? Von 25 Jahre bis 80 Jahre alt. Das aber ist die Regel, ich weiß nicht warum, so, Herr Banto. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht warum. Nicht ich, das so. Ist nicht von meiner Seite. Von Chef, das ist Chef Regel. Gesagt? Wahrscheinlich ja. Oh, wahrscheinlich ja. Okay. Ich verstehe, das ist sehr komisch. Aber als Ausnahme können wir auch die älteren Menschen auch nehmen. Sie haben viele, sind schwer, momentan viele Kunden. Viele Kunden, Herr Banto? Ja, ja, als Rentner kommen zu uns vielen. Das hat nicht geklappt. Herr Banto, haben Sie noch Fragen bezüglich oder können wir Handelskonto aktivieren? Meerschweinchen. Ist das in Ordnung? Hallo? Wie bitte? Meerschweinchen. Herr Banto, sprechen Sie Deutsch gut? Verstehen Sie Deutsch gut? Verstehen Sie Deutsch gut? Also können wir Handelskonto aktivieren oder sowas? Ja, können wir machen, aber ich will eine Beratung haben. Nicht einfach Geld nehmen. Muss ich mir was erzählen? Ja, welche Fragen haben Sie? Stellen Sie bitte. Meerschweinchen. Wie viel Stück kann man kaufen? Was mal? Herr Banto, was meinen Sie dazu? Ich möchte Geldverdienung machen. Wie viel Geld kann man bei der also, Firma verdienen? Ja, Mindestbetrag ist 250 Euro und Kapitalzuwachs bis 30% monatlich. Was bedeutet? Bis 30% Kapitalzuwachs können Sie erreichen. Wenn du nicht von Zettel ablesen, das macht keinen Spaß. Du musst richtig mit mir reden. Herr Banto, ich kann Informationen per E-Mail schicken, damit Sie ruhig lesen können. Nee, ich will nicht lesen. Ich will mit einem Menschen reden, was nicht spricht wie Roboter. Können wir das machen? ja, Sie natürlich. Wie Roboter reden? Aber, sind Sie Pentium oder Intel? Herr Banto, meine Aufgabe besteht darin, Ihr Handelskonto erfolgreich zu aktivieren. Ja? Deine sind Aufgabe Sie so weit, besteht machen darin, wir jetzt ein leben Geschäft. Zu bleiben, nicht auch noch vergessen zu atmen, weil ich glaube, das passiert bei dir sehr oft, oder? Herr Banto, sind Sie so weit, Ihr Handelskonto zu aktivieren, oder? Tom Waldmann, Osman Paramiver. Welche Fragen haben Sie noch? Bei uns zu Ihrer Verfügung steht ein Robotersystem. Guten Morgen, ja? Herr Paramiver. Ich möchte mich von dem Online-Handelsplattform, wo Sie... Guten Tag. Hier ist Ihr Ordner von Design Welt bezüglich Ihrer Anmeldung bei was? Show 360. Kannst du Deutsch sprechen? Do you speak German, right? Ja. Yeah, please start speaking German right now. I will count to three. One, two, three. Ja, one second, please. Hallo? Madam, do you speak Spanish, right? Spanish? Aha. Okay, one moment, please. Do you speak English? Oh, das wird geil. Sprachenbingos habe ich lange nicht gemacht. Hallo? Hallo? Hallo, buen día. Sí, me comunico con Hans. Oh, no hablo español, hablo inglés. ¿Solo inglés? Inglés, inglés. No hablo español. Un momento, entonces, un momento. Ich liebe es. Jetzt kriegt die eine von der anderen Ärger. Warum holst du mich ans Telefon? Der spricht gar kein Spanisch. Kann aber auf Spanisch sagen, dass er auf Englisch reden möchte.
Das ist gerade so ein bedeutungsloser Lachflash hier bei mir. Liebe sowas. Hello, good morning. Good morning, right? Do you speak French, right? Parlez-vous français? English. Français. What's the language? I speak Spanish, English, and a little bit Russian. France, Paris, okay? French, right? Je t'écoute. Parlez-vous allemand? Allemand. Aha. Niemensch. Kannst du Deutsch reden, mein Bruder? Also, Herr Malfo. Hallo. Sprache können Sie reden. Hallo. Hablo italiano? Nein, nur Deutsch bitte. Was, du kannst bitte überhaupt nicht. Ist das Ihnen interessant? Ja klar, ist das interessant. Ich arbeite ja dran, in so eine Sprachen-App als Kanalpartner vielleicht mal aufzureißen, aber bis dahin muss ich mich halt mit so Krabben wie dir rumschlagen. Ich bin sehr interessiert daran, neue Sprachen zu lernen. Super. Aha. Ja, aber ich bin daran interessiert, mit Ihnen alles zu erklären, wie das Handelssystem funktioniert. Sagen, ist das interessant für Sie auch? Ja, das ist interessant. Das ist ein interessanter Satz, weil wenn man den kann, dann kommt man ja gut voran, ne? Super. Dann haben Sie jetzt 10 Minuten Zeit, damit ich Ihnen alles erklären kann? Und ja, ich muss mir ein Papier holen zur Aufschreibung machen, okay? Weil ich bin neu bei Deutschland, right? Um wie viel Uhr kann ich Sie anrufen, damit also genau mit Ihnen zu reden? Oh, wir jetzt Zeitformen oben. Es ist jetzt in Deutschland 9.35 Uhr. Hab ich den richtig sagen, meine Lehrer? Senpai? Hello, madam? Can we do this in English? Ich glaube, das ist eins meiner schnellsten Callcenter-Bingos, mit möglichst vielen Leuten sprechen. Da sollten wir was eine Challenge draus machen in der Liga der außergewöhnlichen Scambaiter. Das ist, glaube ich, eine gute Idee.